Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Entwined, dem Spiel, das uns audiovisuell entspannt und Hand-Augen-Koordinationstechnisch fördert. Ja, das erste Leben, das haben wir in der letzten Folge schon hinter uns gebracht und es ist auch hier grün angemarkert, wie man sieht. Dann begeben wir uns mal in das zweite Leben, um den Vogel und den Fisch wieder in ihre Liebe zusammenbringen zu können. Ich interpretiere das Ganze aber etwas anders. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, der Fisch soll das Element Feuer sein und der Vogel halt das Element Wasser. Und da sich Gegensätze ja bekanntlich anziehen, ist das eine ganz schöne Metapher, würde ich jetzt mal sagen. So, gespannt, wie lange wir jetzt in diesem Level brauchen. Ja, das Problem mit den Däumchen habe ich immer noch. Habe mich aber doch jetzt dafür entschieden, mir diese Grip-Überzüge zu kaufen. Ich glaube, die kosten auch nur 5 Euro. Soweit hat mir das ein Kollege gesagt. Da kann man sich das doch mal gönnen. Ja, ich habe mich auch schon sehr hier drauf gefreut, die ganze Zeit es endlich auch mal weiterspielen zu können. Vielleicht hat es der ein oder andere auch zwischenzeitig runtergeladen und selber mal ausprobiert und mag dazu gern noch mal ein kurzes Review abgeben. Ich muss auch sagen, ich komme gerade von der Arbeit, da kommt das Spiel genau richtig. Ich hatte einen ziemlich stressigen Arbeitstag hinter mir, der war nicht so dolle gewesen. Da tut mir das hier zur Entspannung gerade richtig gut. Ich sag's gerne nochmal. Och, wie schön. Wo sind denn unsere Steinchen, die wir sammeln müssen? Da oben. Es mal wieder geschafft, unsere zwei Hauptprotagonisten zu vereinen. Dieses Panorama hier, das wirkt auf der einen Seite so schnelllebig und auf der anderen Seite halt
zeitlos? Ganz im übertragenen Sinne. Ach, schade, es ist immer so schnell vorbei. Die Himmelsschreiberei. Wieder unser Licht. Wir haben gerade eine Trophäe erhalten, die nennt sich Liebe. Also scheine ich doch alles richtig gemacht zu haben. Ach nee. Konzentration, Jennifer. Ich habe nämlich auch Bedenken, wenn ich das zu oft versemmel, dass sich die Balken dann wahrscheinlich wieder zurücksetzen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also ich habe es jetzt noch nicht erlebt bisher, aber... Das ist ein bisschen fies. Die einen, die sind nach hinten etwas versetzt. Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Komm schon, es sind ja nicht mehr viele. Och nein. Ah, seht, das ist wieder zurückgegangen. Verdammt.
geschafft. Auch wieder sehr schön. Sowieso die Nordlichter würde ich gerne mal live sehen. So ein einzigartiges Naturschauspiel. Wer weiß, vielleicht schaffe ich das auch irgendwann. So, meine Lieben. Leben 3, nee, Leben 2 und 3 haben wir jetzt zusammen geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann, ja, sehen wir uns zum vierten Leben wieder, um unsere Hauptprotagonistin, ihre Liebe, zu vereinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald. Tschüss.